So, meine Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Runde American Truck Simulator. Das ist so in etwa Versuch Nummer 5. Habe leider das Problem, dass ich die Framerate nicht halten kann. Also in der Aufnahme habe jetzt ein klein wenig runtergestellt. Ich hoffe, das passt so. Zumindest zeigt er mir jetzt konstant 30 FPS an. Also ich denke mal, das sollte soweit passen. So, hier. Oh, es sind auch ein paar Leute. Steht auch einer neben uns. Ja, Englisch Bob. Ach, jetzt funktioniert auch das Menü. Sehr schön. Motor an. Schon eine Weile her, dass wir das gespielt haben. Zum Release. So. Dann wir fahren erstmal in die Werkstatt. Mal schauen, ob wir denn irgendwas aufrüsten konnten. Ich glaube, letztes Mal wollten wir Geld sammeln, um einen neuen LKW zu kaufen. Haben wir das Auftragsangebot. Ich hoffe, hier ist nicht derselbe Bug wie in der Euro Truck Simulator. Oh Mann, oh Mann. Wir können keine Aufträge annehmen. Das ist super spitze, nicht? Schauen wir kurz nach. Mal sehen, ob der nette Herr englische Bob uns antwortet. Wir fahren mal ein Stück erstmal. Was? Was habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Ich kann natürlich gleich mal nachschauen. Dieser lustigen Webseite, wo man sich die Jobs für den Euro Truck Simulator, die Safe Games ändern kann, sodass da Jobs drin sind. Das ist kein Händler. Ach Gott, das wäre ein Truck. Händler. Ich fahr da nie weg da vorne. Ui. Oh, du Gas. Gas. Und gleich vielleicht ein bisschen lauter machen. Doch relativ leise. Stellen wir uns mal mit hin. Oh, schicker LKW. Richtig nice, der Truck. So, hoffen wir mal, uns antwortet jemand. Vielleicht müssen wir auch zu einem Händler fahren und dort einen Job annehmen. Aber kann das seinen LKW hier nicht beschädigen? Kommt irgendwo einmal, Gott.
aber die haben alle schon so schicke LKWs. Ah, jetzt können wir Jobs sehen. Ah, okay. Perfekt. Nun ja. Noch. Elko, Nevada. Oh, ist doch wieder der Zeitbug. Ich befürchte, wir unsere Fahrer rausschmeißen müssen. Oh, das. Ah doch, neun Kollisionen. Ah, ich dachte schon. Wo steht denn unser Trailer? Ist unser Trailer da? Okay. Fahr jetzt einfach mal so heran. Mal sehen, ob wir anhängen können. Oder ob er dann vielleicht sogar gleich short ist. Okay, das funktioniert auf jeden Fall spitze, aber ich habe eine Idee, wie wir testen können, ob der. Moment, dazu gehe ich erstmal ganz fix auf den Desktop. Ich muss mein Save Game kopieren. Dokumente, American Truck Simulator. Ja, das kopiere ich mal im Ganzen. Was ist das? Ups. Ah, 100 Megabyte. Gut. Wenn ich mich abschleppen lasse, vergeht ja Zeit. Und wenn wir da denselben Geldbug haben wie in Euro Truck Simulator, dann habe ich jetzt gleich viele, viele, viele Millionen. Und das bringt es natürlich nicht. Ja. 2,8 Millionen. Heißt, ich habe meinen Trailer dran, das ist schon mal gut, aber ich muss jetzt laden. Ich hier schon mal. Achso, genau, das ist jetzt mein Safe-Game. So, 42.000, wenn ich mich jetzt absch... Ach ne, jetzt muss ich, Und wo ist es denn? Der Manager? Fahrermanager? Dieses Menü hier zu machen jetzt. Nicht LKW-Händler, Quatsch. Ja, Manager. Fahrermanager. Gibt's bloß nicht. Wieso bekomme ich dann bitte Geld? Fahrermanager? Ich hab doch. Zugewiesene LKW, zugewiesene Fahrer. Da sind keine Fahrer drauf. Das bin ich. Ja. So bekomme ich dann Geld, wenn ich mich abschleppen lasse. Weltkopfauftrag. Ach mal. Okay. Wir probieren das nochmal, wir probieren das nochmal. Wir werden natürlich keine 2 Millionen haben, das ist, also wir müssen schon 2 Millionen haben, aber nicht so. Wo ist eigentlich die nächste Firma? Ah, da wo wir gerade waren. Natürlich auch versuchen schlafen zu gehen.
Dafür, der ist müde hier noch. Ups. Das muss so sein. So, da vorne sind die Parkplätze. Nicht müde. Wieso ist denn der nicht müde? Oder eine Firma? Oder ist das bloß Deko? Eine Autobahnauffahrt. Auch gut. Hat keiner, der das sieht. Machen wir einfach mal so. Gucken wir auf die Map. Oh, mal in die Stadt rein hier. Wo ist eine Firma? Firma. Nee, ich eigentlich sonst mal auf der Map eingezeichnet gewesen, von dem meiner her. Er weiß bestimmt, wo die Firma ist. Denk schon. Ja, nicht grün, mein Freund. Jetzt ist es grün. Na komm schon, oh mein Freund. So, ja, jetzt wieder mit dieser gigantischen Zeit. Mal abschleppen probieren. Wir haben doch für uns für irgendeinen Geld bekommen. Oder habe ich das im Multiplayer Safety? Hatte ich das schon gemacht? Wir dürfen keinen Fahrer haben. Wenn wir keinen Fahrer haben, kriegen wir kein Geld. Perfekt. Jetzt sollten die Zeiten sogar stimmen. Ey. Boah, die haben alle so große Trucks. Ich will auch einen großen Truck. Ups, meine Sache. Da wollte ich hin. Na, ah, rot. Und die Beine nicht. Jetzt sollten die Zeiten stimmen. Ich war schlafen. Wenn ich jetzt einen Job annehme, weiß nicht, ob es übers Menü sogar geht. Geht sogar übers Menü. Oh, wunderschön. Was können wir da machen? Reifentonnen? 19 Tonnen. Erstmal nicht so weit. Machen wir nach.
Streckenlänge. Hier, wo die steht, ach, hier steht die immer. Nur mal den kleinsten. Das ist der Digger 1000, Gewicht 15 Tonnen von Reno nach Stockton, Kalifornien. Den nehmen wir mal. Haben wir nämlich nicht ganz so viel umsonst gemacht. Wenn dann wieder irgendwas schief geht, zwecks Geld oder. Oder sonst irgendwelchen Bugs. Ja, wenn wir hier 1000 Kilometer fahren und, am Ende müssen wir Safe Game doch wieder laden. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Uiuiui. Du bist ein klein wenig laggy, mein Freund. Ein klein wenig. Oh, wir haben nur eine Hupe. Will die ganze Zeit das Horn benutzen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, nach dem Auftrag, wenn es so funktioniert. Oh, du leckst, mein Freund. Du leckst. Schnell vorbei. Aber auch was jetzt. Multiplayer kann man natürlich viel schneller fahren als im Singleplayer. Aufpassen, dass wir keinen Blödsinn machen. Ja, das ist die Map vom American Truck Simulator, ist ja bei weitem nicht so groß wie die vom Euro Truck Simulator, aber dadurch, dass sie so viel kleiner ist, ist ja ganz schön Verkehr, trotz dass es nur 200 statt 2000 Spieler sind. Ja, doch, alles dieselben Tasten. Also hoffe ich zumindest. Können wir mal schauen. P müsste da, ja, der Scheibenwischer sein. Ah, das schaffen wir noch. Jawohl. Umsonst gebremst. Und der Hände uns war auch ziemlich rasant. So, da holen wir mal den Digger 1000 hier ab. Wir uns abgewöhnen, dann so schnell in Kurven reinzufahren, wenn wir einen Trailer drauf haben. So, Blaster and Sons, Digger 1000, 15 Tonnen. Von Reno, Nevada nach Stockton, Kalifornien. Ah, Vergütung ist nicht sehr hoch. 3000. Das heißt, wir müssen unseren LKW ganz lassen. Sonst wird das absolut nix. Einmal vorbei und dann rückwärts. Jetzt schon beschädigen. Ups. Na. Ich weiß gar nicht, wie viel PS wir haben. Ich habe irgendwas um die 300 oder so. Da sind die 15 Tonnen schon nicht sehr wenig. Man merkt auch sofort, er ist wesentlich träger. Hat gesehen, dass im Trailer gibt es auch Blinker. Sehr nice. Oh, der bremst auch wesentlich schlechter.
Okay. Bisschen zu weit gefahren, ja. Das soll schon mal vorkommen. Gib Gas, mein Freund. Gib Gas. Oh. Nur 22 FPS in-game. Warum? 21 FPS. Oh. Wir werden nach der Tour mal in die Optionen gehen. Ich weiß nämlich nicht, ob man das jetzt einfach so umstellen kann. Probieren das mal. 21 FPS, das ist ja. Nee, 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 nee. Das geht ja gar nicht. Optionen. Grafik. Einfach mal Anti-Aliasing aus. Das sollte schon einen ganz schönen Schub bringen. Wieder rot. Mein Blinker anmachen. Okay, jetzt habe ich nur noch 17 FPS. What the fuck? Nee. Und ich denke halt, ihr seht auch nichts mehr.